So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Data Packs. Ich war jetzt ungefähr 20 Minuten AFK. Ich habe schon geschaut. So effektiv ist das Ding momentan halt noch nicht. Ich glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass es nur zwei Etagen sind oder, ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch immer noch zu nah dran. Wir haben, ja, ganze zwei Gunpowder. Das reicht nicht mal für ein TNT. Ich würde dennoch ganz gern schon mal zwei weitere Etagen machen. Andererseits würde ich auch gern im Spectator-Mode mal reingucken, ob die Creeper vielleicht irgendwo hängen bleiben oder so. Aber wie gesagt, zuerst machen wir die zwei Etagen noch. Dann ist das, denke ich, schon mal ganz in Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch Minimum 6 Fisch. Das würde ich als erstes machen. Bleib hier. Dann brauchen wir auch noch ein bisschen bruchtiefen Schiefer zum Bauen. Das Holz ist ja inzwischen gar kein Problem mehr. So, das ist ein Kätzchen. Bleib mal hier. Dann haben wir zwei Katzen. Müsste hier nicht eigentlich auch schon wieder einer schwimmen? Jo. Drei Katzen. Würde für die nächsten zwei Etagen reichen. So, das heißt, wir können direkt loslegen. Ich gehe einmal ganz kurz in die Mine, hole noch ein bisschen Bruchtiefenschiefer. Hier den Baum können wir auch direkt abbauen. Soll dann wenigstens für eine weitere Etage ausreichen. Für die Falltüren in der Zeit kann ja schon die nächste Fichte hier ganz gemütlich weiter wachsen. So. Also ich sollte mir übrigens mal angewöhnen, hier vielleicht die Tür zuzumachen. Da drin kann ich echt keine Zombies gebrauchen. So. Ja, das muss auf jeden Fall mein ganzes Stück reichen. Gut, dann machen wir uns an die nächsten beiden Etagen. Das einzig Geile an der Creeper Farm ist halt, die ist relativ schnell gebaut. Wenn ich überlege, die letzten Farmen, die ich da gebaut habe, das hat wirklich unfassbar lang gedauert. Eine so eine Etage, gefühlt eine Stunde. Also es war jetzt keine Stunde, aber gefühlt war das schon echt unangenehm. Ich hoffe bloß, ja, dass wir auf jeden Fall genug Ertrag bekommen, um eben erstmal so ein bisschen Neverite farmen zu können. Und dass wir dann auch ein bisschen was übrig haben für Raketen. Sobald wir nämlich ins End gehen, würde ich halt gern eine Elytra holen. Und ich möchte nicht unbedingt zurücklaufen müssen, weißt du? Das wäre schon schön, wenn wir dann einfach direkt losfliegen könnten. So. Ich frage mich auch, können wir diese Farm wirklich auf die Spitze treiben und die einfach bis zum Baulimit hochziehen? Das wäre halt grundsätzlich schon interessant. So, pass auf, ich nehme mir mal eine Werkbank einfach hier mit. Die können wir dann immer wieder abbauen. So, Falltüren. Müsste reichen, oder? Ich hoffe. Hier machen wir wieder die Tür rein. Und dann geht's hier wieder los mit Falltüren. So. Miau. 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 Wir kriegen jetzt, glaube ich, auch nur noch schwarze Katzen aus unserer Zucht. Weil irgendwie waren jetzt nur noch zwei schwarze da. Und ich glaube nicht, dass wir andersfarbige bekommen.
wenn wir halt Schwarze vermehren. Es wäre, glaube ich, unwahrscheinlich. So, du kommst wieder zu mir. Vier Etagen. Ich glaube, viel höher will ich auch langfristig eigentlich gar nicht. Jedenfalls nicht, wenn wir uns hier niederlassen und ansiedeln. Weil je höher dieser Turm, desto hässlicher wird er halt auch, ne? Das muss man mal ganz klar dazu sagen. Schön ist es halt nicht. So. Und es ist halt auch nicht unbedingt die geilste Arbeit. Das ist alles sehr, sehr repetitiv. Und ich weiß auch gar nicht, was ich erzählen soll. Ich bin ja super kreativ, wenn es um Gespräche geht. Und rede generell ja sowieso schon die ganze Zeit nur irgendeinen wirren Mist. Das wird halt jetzt nicht besser. Schlafen wir auch mal wieder cool. So, dann haben wir das. Diese Etage ist dementsprechend... Achso, nee, warte, wir brauchen noch Katzen. Also sollte ich vielleicht mal vorübergehend hier noch ausleuchten. Dass aktuell nach Möglichkeit nichts spawnt. Aber dann mache ich hier einfach schon mal den Deckel drauf. Dich hebe ich mir auf. Dich brauchen wir nochmal für die... Ach, verdammt. Für die nächste Etage. So, die erste Hälfte. Das ist schon mal besser als gar nichts. Tiefenschiefer müsste, denke ich, für die nächste Etage auch noch reichen. Das wäre natürlich optimal. So. Och Mann. Ich hasse es, wenn man manchmal zu schnell ist und einfach einen zusätzlichen Block dahin macht. Schrecklich. So, da die Falltüren. Und die Teppiche können wir auch gleich machen. 2, 3, 4. Und dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Katzen. Jeweils. Dann ist das ganze Thema ja schon mal durch. Wir könnten auch... Wobei, jetzt brauche ich hier keinen ganzen Block mehr. Jetzt würden... rein theoretisch die Slabs reichen. Damit obendrauf nichts spawnt. Ist nur die Frage, wenn wir da erweitern, muss ich halt die Slabs wieder wegnehmen oder ich muss nochmal Slabs draufsetzen. Beides scheiße. Sinnvollerweise würde man die Slabs, glaube ich, einfach abbauen, weil dann kann man die für das neue Dach benutzen. Und hätte im Idealfall auch genau die richtige Anzahl. Och nein. So, die Falltüren reichen definitiv nicht. Da müssen wir nochmal ran. Das hier war auch falsch. Dann kann ich aber den Teppich gleich wieder mitnehmen. In meinem Kopf ist Teppich immer noch so unfassbar wertvoll. Warum auch immer, weil wir kommen halt so schnell an die Teppiche ran. Dann füttere ich nochmal die Katzen. Dann kann ich eigentlich die zwei Erwachsenen direkt mitnehmen, die Etage fertig machen.
und dann könnten wir schlafen. Ich hoffe, die Spinne sieht mich mal kurz nicht. Reicht das, wenn eine steht? Ja, es reicht, wenn eine steht und die Spinne hat uns doch gesehen. Verschwinde. So, die Babykatze dürfte sich einmal bitte hinsetzen. So, ihr müsst nämlich erwachsen werden. Dann platzieren wir die Ausgewachsenen und danach lege ich mich hin. So ein hässlicher Klotz. Ich will auch nicht, ob ich den irgendwie hübsch dekorieren könnte. So, da haben wir Nummer 1. So, setz dich hier mal hin. Nummer 2 bitte auch. Sehr gut. Und rauf hier. Die Fackel nehmen wir mit. Hier können wir jetzt endlich aufmachen. Die Fackel nehmen wir mit. Das machen wir zu. Achso, mir fehlen ja die Falltür. Können wir aber eigentlich... Will ich überhaupt schlafen? Ja, doch, möchte ich. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das möchte. So. Okay, die Axt wird definitiv nicht reichen. Oh nein. Okay, der geht aber nicht kaputt, das ist cool. Wenn ich jetzt diese beiden Äxte miteinander kombiniere, wird das, glaube ich, immer noch nicht für die Fichte reichen. Na, wobei, wenn wir Glück haben... Och, leck mich doch. Okay, pass auf, wir machen noch eine. Ich hänge die wieder hin. Ich habe ja alles dabei für eine Axt. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Dann haben wir, denke ich, wieder ausreichend Holz. Und bauen das Ding zu Ende. Zack, zack, zack. Zack. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Katzen ausgewachsen sind, weil wir die gerade einfach nicht mal miteinander paaren können. Verflucht. So, die Werkbank. Einmal. Da ist diesmal ein bisschen weniger Holz. Ich hoffe, es reicht. Das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Mist. Aber zumindest ist es ein Anfang. Und besser als gar nichts. Ich schätze mal, so die Hälfte in etwa, bisschen mehr, werden wir damit hinbekommen. In der Zeit könnten zumindest die beiden Katzen ausgewachsen sein, sodass wir eventuell eine mitnehmen können. Dann sollten wir die aber trotzdem eigentlich direkt weiter züchten. Dass, sobald wir hier weitermachen wollen, wir einfach schon einen gewissen Vorrat an Katzen haben. Sonst habe ich nämlich immer so eine runde Plattform praktisch gehabt. Und haufenweise Magma-Blöcke. Aber die hat auch gut funktioniert. Wow. Problem war bloß, ich habe das ja immer unterirdisch gemacht. Und das alles ausheben, super ätzend. Auf einer privaten Welt habe ich das mal mit einem TNT-Duper gemacht. Das war viel geiler. Da musstest du wenigstens nicht mehr ganz so viel abbauen. Wobei Magma-Blöcke-Farm halt scheiße ist. Habe ich noch nie gemocht.
So, das war das. Ich habe einen Knochen. Mit drei Knochen, ich glaube nicht, dass die Fichte damit wächst. Aber ich lasse mich sehr, sehr gerne eines Besseren belehren. Ein Creeper und ein Schaf. Oh. Ich hinterfrag eure Liebe nicht. Macht ihr ruhig, wie ihr meint. Wenn ihr das für wichtig haltet. Na, ich weiß ja nicht. Falltüren. Brauchen wir nicht mehr so viele. Ich glaube, das müsste erstmal reichen. So. Einmal hier rein. Ja, das reicht locker. So. Und dann steht eigentlich der Schwarzpulverproduktion nichts mehr im Wege. Außer halt eventuell die Effektivität. Über die können wir momentan wirklich noch streiten. So. Da brauchen wir, wie gesagt, noch die beiden Katzen. Dann mache ich mal. Ich denke, ein bisschen mehr als zwei Stacks. So. Ich gehe einfach davon aus, dass das hier reicht. Und dann haben wir hier oben nämlich auch alles spawnproof. Es dürfte auch kein Licht mehr nach unten dringen. Wir brauchen nur noch die beiden Katzen. Und alles ist gut. Oh, ich muss niesen. Uiuiui. Puh. Der kam sehr plötzlich. Dann haben wir die eine Hälfte. So. Nee. Nichts leichter als das. Dass ich mich jetzt nicht verschätzt habe. Komm schon. Komm, 1, 2, 3. Ja, ein bisschen was brauchen wir noch. Werkbank. Das reicht jetzt aber auf jeden Fall. Zwei weitere Mizis und dann ist gut. Und dann kann ich das Ding rein theoretisch heute einfach mal eine Zeit lang laufen lassen. Ich wollte heute nämlich nicht so lange aufnehmen, das wird jetzt schon wieder die letzte Folge für heute. Och, leck mich doch. Das ist doch blöd. Und dann können wir eigentlich nur hoffen, dass das Ding halt wirklich so gut läuft, dass wir in der nächsten Aufnahme ja im Idealfall 5 Stacks haben. Dann brauchen wir bloß noch Sand. Dann hätten wir wenigstens mal 1 Stack TNT. Ja, aber so sind wir halt anscheinend zu nah dran, da passiert gar nichts. Wie viele Blöcke müsste ich nochmal drüber? 120? Mit Scaffoldings hoch, da eine kleine Plattform bauen. Es nervt mich halt eigentlich, dass momentan hier alles so
ja, es ist angefangen, nichts ist wirklich fertig. Das ist alles so zusammengeschustert, nichts ist schön. Oh, warte, ich weiß. Aber ich weiß jetzt, wie wir die Farm am Schluss verpacken. Wir können die noch deutlich höher machen. Wenn ich mir das so anschaue, locker nochmal 6 bis 8 Etagen. Und dann bauen wir das einfach um zu einer Rakete außenrum. Oh ja. Gegebenenfalls sogar mit einem Wasseraufzug nach oben. Wenn wir mal eine Elytra haben, ist es gar kein Stress mehr. Da kommen wir einfach runter. Und, oder auch hoch. Geh mal weg. Piss dich. Ich wollte da mal reingucken. Euch geht's gut? Ja? Sehr schön. So, eine Katze ist erwachsen. Fehlt immer noch eine zweite. Das ist halt zeitaufwendig. Das hier könnten wir jetzt bis auf 2 produktiven Schiefer alles wegräumen. So, rein damit. Ich sortiere jetzt auch, ehrlich gesagt, eine Zeit lang erstmal gar nichts mehr. Gar keinen Bock. 1 und 2. Dann haben wir das. Bevor ich jetzt gar nichts anhabe, ziehe ich mir wenigstens meine Eisenrüstung an. Komm schon. Ich brauche Katzen. Wachs. Willst du vielleicht zufälligerweise zu mir kommen? Ja, ja, komm, 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 komm. So, komm mal mit. Och Mann, ich hätte das nicht mit dem Fisch machen sollen. Wir brauchen noch viel mehr Fisch. Dann können wir nämlich hier wenigstens schon mal züchten. Hätten dann wieder 2 kleine. Und können die beiden großen umziehen lassen. Aber dafür brauche ich jetzt einen Fisch. Einen einzigen. Da hast du auch gar nicht hin. Hätte ich gerade den Fehler nicht gemacht, hätte das wahrscheinlich einfach geklappt. Und vielleicht baue ich mir auf der AFK-Plattform einfach noch zusätzlich diesen AFK-Angelspot. Damit wir für die Zukunft auch genug Fisch haben, ohne dass ich jedes Mal hier rumschwimmen muss, weil das nervt mich sehr. Für den AFK-Angler brauchen wir auch nicht so sonderlich viel. Der ist ja wirklich simpel. So, reicht das vielleicht noch mit euch beiden? Nee? Na dann friss. Ich bin ehrlich, ich würde eigentlich die weiße Katze gerne hier lassen. Kann ich nicht? Ich nehme einfach euch die beiden schwarzen mit. Eine Babykatze geht ja rein theoretisch trotzdem auf. Die wächst dann halt da irgendwann noch aus. Das müsste laut meinen Berechnungen eigentlich klappen. So, spawnt euch mal hier rein. Einmal die große. Einmal die kleine. Ich glaube, dem Creeper ist es relativ egal, ob du klein oder groß bist. Hoffe ich. Ich meine, erwachsen werden sie von ganz allein. Wie gesagt, das größere Problem ist halt, dass ich nicht mehr weiß, wie weit ich nach oben muss. Ich glaube, es waren 120 Blöcke. Glauben ist halt nicht wissen. Oh, warte. Beinahe das Wichtigste vergessen.
Und natürlich möchte ich dazu auch gleich alles mitnehmen, was wir für die Angelfarm brauchen. Müsste reichen, oder? Ja. Also, wir brauchen Truhen, wir brauchen Trichter. Wir brauchen ein Zauntor, eine Druckplatte. Wir gucken erstmal, was wir haben. Wir brauchen auf jeden Fall die Dinger. Dann brauche ich eine glatte Steinstufe. Das heißt, ich müsste hier nochmal rein theoretisch drei Stück einschmelzen. Oder kann ich die so verarbeiten? Ich glaube nicht. Nee. Dann rein damit. Das hier nehmen wir mit. Davon brauche ich, glaube ich, 5. Das hier nehmen wir mal mit. Das hier nehmen wir mal mit. Truhen übrig haben wir nämlich 6. Das heißt, ich brauche noch 4 Trichter. 1, 2. Was sind jetzt? Okay, ich brauche 4 Trichter. 1, 2, 3, 4. Dann Zauntor. Nicht Zauntor. Blanker Zaun. Zaun haben wir. Ich brauche eine Druckplatte. Die haben wir hier. Und ich bräuchte Minimum eine Angel mit Mending. Ich habe jetzt keine Bücher hier. Und meine Smaragd habe ich auch nicht hier. Ich werde gleich nochmal traden müssen. So, hier raus machen wir die Stufe. Dann können wir jetzt... Oh, wie war denn das nochmal? Okay, es war so, ich habe jetzt unfassbar viele Stöckchen gemacht. Ist nicht schlimm, wir brauchen sowieso. Das brauchen wir für die Angefangen. Das, 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 das. Und der Rest ist eigentlich nur noch Baublöcke. Mache ich aus Kurbel. Ein bisschen Glas. Nehme ich auch einfach alles mit. Haben wir noch mehr Gerüstblöcke? Ich würde eventuell mehr mitnehmen. Schaut aber gerade schlecht aus. Jetzt machen wir erstmal Trades. Ich brauche eine Angel mit Mending. Ob die Haltbarkeit hat, spielt keine Rolle. Mending reicht, sie muss ich nur reparieren. Besser machen können wir die später auch noch. So. Dann holen wir uns mal ein paar Smaragde und gleichzeitig ein paar Level. Schadet ja nicht. So, immer her damit. Ist das vielleicht der Zeitpunkt, an dem wir uns einfach den einen oder anderen Fischer holen, bei dem wir einerseits Fäden verkaufen können und andererseits, ja, fertig verzauberte Angeln? Geh da rein. Du brauchst nicht denken, dass du hier abhaust. Was ist mit dir los? Die werden langsam größenwahnsinnig. Warte, ich wollte ein Bücherregal zerlegen. So. Okay, wir kommen jetzt aktuell nicht mal ganz 100 Blöcke hoch. Ich weiß nicht, ob das reicht. Behutsamkeit.
Reparatur. Habe ich Fäden einstecken? Nö. Habe ich hier irgendwo Fäden? Ja. Dann machen wir uns eine Angel. Verzaubern die mal ganz spontan mit Reparatur. Dann brauche ich noch einen Wassereimer. Und eigentlich haben wir dann alles. Ich würde eventuell noch ein bisschen mehr Gerüstblöcke machen. Dafür bräuchte ich nochmal Bambus. Holen wir uns ganz kurz. Dann bauen wir uns ein bisschen hoch, bauen das Ding da oben auf. Und dann machen wir Schluss für heute. Hätte ich gesagt. Ja, 110 Blöcke müssen reichen. Dam, da, 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 dam. Das Ganze halbwegs mittig. Ja, ist natürlich super, dass ich da jetzt nicht aufbauen kann. Dann machen wir das halt so. Ich hoffe, das reicht. Und dann müsste ich nochmal überlegen. Kriege ich die auf die Schnelle hin? Ja, doch, ich glaube schon. Rein theoretisch könnte ich von da oben wahrscheinlich sogar bis ins Wasser springen, oder? Nicht, dass ich es riskieren sollte. Aber ich probiere es später einfach mal aus. So, dann baue ich mich hier 1, 2, 3, 4 runter. Dann bauen wir uns hier erst einmal außen rum. Und darauf bauen wir jetzt ganz schnell das Ding auf. Dann können wir hier hoch. So. Dann müssten wir praktisch hier stehen. Da muss ich runter. Damit dann hier der Armor-Stand drinstehen kann. Den müssen wir auch als erstes da reinstellen. Dann der Zaun. Die Druckplatte, Wasser. Dann können wir uns hier eigentlich... Mist, das hier müsste eigentlich, wenn dann, eine Stufe sein. Dann machen wir halt eine Stufe. Weil ja sonst die Truhe nicht aufgeht. Das wäre natürlich blöd. So, hier haben wir praktisch einfach den Eingang. Den sichern wir uns auch so ein bisschen. Dann machen wir ein bisschen Glas, dass wir was sehen können. So. Hier, hier, hier,
Bier. Und auf Glas dürfte ja dann rein theoretisch wieder nichts mehr spawnen können. Ja, damit spawnproof ist, muss ich das eigentlich auch alles aus Glas machen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass hier oben irgendetwas spawnt. Andererseits, wenn es hell ist, dann ist es ja eigentlich schon wieder egal. Nee, komm, ich möchte Glas sparen. Wir haben momentan noch nicht so viel Glas. Ich setze da einfach eine Fackel drauf. So. Und bloß die drei aus Glas, dass ich da schön glotzen kann. Und dann hier noch einmal runter. Und fertig. Das war's halt schon. Das heißt, wir können uns jetzt hier einfach uncrouchen und losangeln. Und dann mache ich das jetzt einfach noch ein bisschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Hoffentlich mit den Taschen voll Fisch und auch mit den Taschen voll Gunpowder. Ich werde irgendwann in einer Stunde, glaube ich, nochmal vorbeischauen. Ja, bis dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.